Das war jetzt also das Lied Der Kreis. Und ihr habt Fragen dazu? Ich wollte fragen, wie lange es die Band schon gibt. Die Gruppe Kinderkönige gibt es seit 2002. Da haben wir die ersten Lieder komponiert. Und ja, mittlerweile ist es 2009 und jetzt gibt es schon ganz viele Lieder. 2002 haben wir angefangen, das Lied Papa, wenn du ein König wärst zu machen. Das war das erste Lied. Und Der Kreis ist aber schon noch was älter. Wie lange gibt das Lied schon, Der Kreis? Ja. 1999 haben wir ein englisches Lied gemacht, das hieß Would You Take My Hand and Lead Me Through the Night. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir dazu einen deutschen Text gemacht haben. Und das war 2003 für das erste Album, das heißt Kinderkönig. Woher hast du den ganzen Text gekriegt? Den Text haben wir uns ausgedacht, der Markus Wienstö, das ist der, der die Gitarren spielt, den habt ihr auch gesehen beim letzten Konzert. Ne? Und ich, wir haben uns den englischen Text ausgedacht. Und der geht, When I look into your eyes, I think that heaven smiles at me. Also wenn ich in deine Augen schaue, dann sieht das so ähnlich aus, als wenn der Himmel mich anlacht. Und das habe ich übersetzt, aber damit es sich auch ein bisschen reimt, habe ich dann, ein Engel lacht mich an. Und dabei habe ich damals an meine Tochter, an die Carina gedacht. Was magst du an Musik so besonders? Ich mag an Musik besonders, wenn sie Energie hat. Also wenn die Leute, die die Musik machen, das gerne machen und wenn es denen Spaß macht und wenn die das mit ihrer ganzen Seele machen. Und also das, was der Markus zum Beispiel gespielt hat oder was wir gemacht haben oder was ihr gesungen habt alle, ich finde, da ist Seele drin und das gefällt mir besonders. Wie alt warst du da, als du die Band gegründet hast? Als ich die Band gegründet habe, also meine erste Band habe ich mit 17 Jahren gegründet, aber die Kinderkönige, da war ich 43, ungefähr, 500, okay, rechnen, das ist ein 10er-Übergang drin, lernt man in der zweiten Klasse, also ich war 45 Jahre alt. Gut. Welches Instrument spielst du gerne? Also ich spiele gerne Klavier und Gitarre. Und was ich auch gerne mache, ist am Computer mir ausdenken, welche Instrumente sonst noch das mitspielen könnten. Ich denke mir zum Beispiel manchmal Geigen aus, die dann mitspielen. Und dann kommt der Markus oder die Carina ins Studio und die spielen dann die Geige. Kein Wunder, dass du die beiden so gut findest. Die kommen ja fast auch in jedem Stück immer vor. Wer kommt in jedem Stück vor? Klavier oder Gitarre. Da hast du recht. Und was auch noch vorkommt, auf dieser CD kommt eine Hammond-Orgel vor. Und die Hammond-Orgel ist von 1963. Also die ist fast so alt wie ich. Was ist eine Hammond-Orgel oder wie die heißt? Das ist eine Orgel. Da drehen sich innen drin ganz viele Metalle, so ähnlich wie Sägeblätter. Und dadurch wird ein Ton erzeugt. Der dreht sich an einem Dynamo vorbei. Und dann geht der ganze Klang in einen Lautsprecher, der dreht sich auch nochmal und den nehme ich dann auf mit Mikrofon. Ja, und die hört man zum Beispiel bei dem Kreis auch.